Mein Name ist Professor Dr. Franz Hansen und ich freue mich sehr, dass Sie zum heutigen 11. Landesverbandstag des Landesinnungsverbands des Dachdecker Sachsen und Zahlen sind. Erfolgreich im Dachdecker-Handwerk, wie geht das? Analytische Konsolidierung betriebswirtschaftlicher Komponenten zur Integration partieller Elektronikstrukturen. unter mikroökonomischen Gesichtspunkten repariert. Herr Münch sagte, und ich zitiere wörtlich, das ist eine so gute Frage, dass ich sie mit einer Antwort heute nicht verdauen will. Das ist übrigens hier auf der rechten Seite. Eine weitere Schlüsselperson im Verband ist, und das liegt natürlich überhaupt nicht auf der Hand, Herr Landesinnenminister, Landesinnungsmeister Andreas Kuhnert. Er führt den Verband nach dem bewährten Prinzip des Chemiebausteinkastens. Entweder die Chemie stimmt, oder es knallt. Neue Wege zu gehen, ist es immer leicht und man bewegt sich sehr nah am Abgrund. Und wie Sie sehen können, befindet sich das Land des Landesinnungsverbands genau auf diesem Weg. Das hier ist die Rio de Janeiro. Dort habe ich die Möglichkeit bekommen, die Anwendung des neuesten Werbebanners mich zu verfolgen. 2020 wird es in etwa so aussehen. Das ist keine Tatsache, meine Damen und Herren, und man muss die Tatsachen erst einmal kennen, bevor man sie verdrehen kann. Von dem Jugendfoto. Herr Münch ist mittlerweile auch in einem Alter, wo Happy und Börse getrennte Leben gehen. Wissen Sie, was das Schönste an der Jugend von heute ist? Münch? Das Schönste an der Jugend von heute ist, dass wir jetzt nicht mehr dazugehören. Wann ist er mit mir zufrieden? 100. Frage für Sie, denn wenn Sie es nicht wissen, wer dann? Wissen ist eine Waffe und Waffen sind mit Deutschen verboten. Auch das Thema Schlafmangel spielt eine große Rolle für die Gesundheit. Haben wir die Problematik mit den Wochen zusammengefasst? Ich zitiere: Chonghua Hiroya. Meine Damen und Herren, ich entschuldige Sie die Aussprache, aber ich bin davon überzeugt, Sie geben mir recht, dass man dieser Aussage nichts mehr hinzufügen kann. Und wenn Sie das erstmal begriffen und verinnerlicht haben, dann kann Ihnen auch keiner mehr helfen. Dieses Jahr kam als neues Thema die Entsorgung von Bitumen auf. Nächstes Jahr wird es aber nur mit Megabitumen sein. Und 2021 hätten wir sogar mit Terrabitumen. Um festzustellen, ob eine Asbest vorhanden ist, muss man jetzt mal eine Analyse machen. Das Wort Analyse beschreibt übrigens auch die Bürokraten, die sich dies ausgedacht haben. Nicht nur, meine Damen und Herren, dass bis vor kurzem die Pest in Europa noch als ausgeschlossen galt, war vor allem diese spezielle Pestart, die Astpest, nicht bekannt. Man hat herausgefunden, dass diese Art der Pest aus der Pflanzenwelt kommt und nach dem ausgelagerten Teil des Baumes, dem sogenannten Ast, benannt ist. Einige Leute meinen wirklich, das Holz käme aus einem Baum. Das ist nicht so.
Dachkonstruktion besteht aus Fetten. Und da first. Der Befall kann jedoch auch von außerhalb der Dachkonstruktion kommen. Ein in dieser Weise von der Asbest befallenes Haus nennt man im Übrigen auch Baumhaus. Genossinnen und Genossen. Sehr geehrte Frauen und Männer, ich freue mich sehr, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind und sich auch dem Anlass entsprechend beigemacht haben. Lassen Sie sich jetzt bitte nicht mehr nur ausdachen. Ihr Jackett ist sehr, sehr modern gewesen. In den 70ern. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Thank you.